Mahlzeit, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Nun, zuerst einmal hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr, ins Jahr 2020 gekommen seid. Und ich möchte gleich mal loslegen mit einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Channel und heiße euch mal willkommen. Und es geht um archäologische Mysterien, denn archäologische Mysterien oder archäologisch interessante Objekte und Stätten sieht man ja eigentlich überall. Und zwar meine ich hier jetzt irgendwelche Ruinen, Monumente oder im besten Fall sogar Pyramiden. Weltweit finden wir so etwas. Aber wir finden auch viele kleine archäologische Mysterien und zwar in den Museen in aller Welt, in den unzähligen Schaukästen und Vitrinen, die wir dort vorfinden, wie viele von archäologisch spannenden Artefakten in den Depots und Lagern der Museen schlummern, wissen wir nicht. Aber ich habe mal für dieses Video zwei archäologisch wirklich sehr interessante Objekte herausgesucht, die im Museum, im Nationalmuseum für Archäologie in Valletta liegen. Valletta ist die Hauptstadt von Malta, also ein archäologisches Rätsel von der Insel Malta. Und das ist wirklich interessant. Schauen wir uns das mal genauer an. Eigentlich ist es egal, in welches archäologische Museum man wo auf diesem Planeten geht. Unter all den Krempel, in Anführungszeichen, in den ganzen Vitrinen findet man immer wieder Objekte, die einen interessieren, die einen faszinieren. Und die Insel Malta ist ja dahingehend besonders spannend, da sie eine uralte Geschichte hat. Mindestens 7200 Jahre, also bis in die Steinzeit geht die archäologische Geschichte von Malta zurück. Wobei man hier sagen muss, im Jahre 1917 und 1936 wurden Backenzähne gefunden in der sogenannten Höhle der Finsternis auf der Insel Malta. Ihr seht es ja hier an den Bildern von dieser Höhle der Finsternis, die dem Neandertaler zugeordnet werden. Aber das ist eine sehr umstrittene Interpretation dieser Backenzähne. Aber in dieser Höhle der Finsternis wurden, das ist auch vielleicht ganz interessant, auch Reste von Flusspferden gefunden und Zwergelefanten, aber eben auch diese beiden Backenzähne. Das heißt also, einige Archäologen und einige Forscher meinen, dass sogar schon der Neandertaler auf der Insel Malta sein Unwesen getrieben hat. Aber diese archäologische Höhle der Finsternis, eine sehr spannende Höhle mit all ihren Ablagerungen, soll uns an dieser Stelle erstmal nicht interessieren. Malta ist natürlich bekannt für die vielen, vielen riesigen Tempelanlagen, die auf der Insel verteilt stehen, auch auf der kleinen Nachbarinsel Gozo, Megalith-Tempel, die ja Tausende alt sind, bis zu 6000 Jahre, beziehungsweise knapp über 6000 Jahre sind dieser Megalith-Tempel auf Malta alt. Und selbst auf dem Meeresgrund vor der Insel Malta soll es megalithische Anlagen, Megalith-Tempel geben, etwa einen Kilometer vor der heutigen Küste. Ich habe da auf meinem Blog, das blende ich euch mal ein, fischinger-blog.de, ja ein Posting drüber gemacht. Da gab es neue Untersuchungen, beziehungsweise neue Tauchexpeditionen. Aber Malta und Gozo, die beiden Inseln, sind natürlich auch bekannt für ihre Card Ruts, die sogenannten Karrenspuren und eben das vor grob, so sagt es die etablierte Archäologie, 5800 Jahren die Megalith-Epoche auf dieser Insel begonnen hat. Ich habe ja hier auf meinem YouTube-Kanal einige Videos zu diesem Thema schon gemacht und einige Postings auch auf meinem Blog. Und ich weiß, hier in unserer Community, das interessiert viele, die Rätsel der Insel Malta, zum Beispiel ein Video, was ich hier mal einblende, über eine seltsame Spur, die sich von diesen Card Ruts sehr unterscheidet. Aber dass vor fast 6000 Jahren eben die Megalith-Epoche dort begonnen hat, spätestens, denn wie gesagt, vor 7200 Jahren war das dort schon mindestens besiedelt, ist archäologisch unumstritten. Umstritten ist natürlich, was sollten diese ganzen Tempel, wozu dienten diese Tempel in Nierenform und diese ganzen Anlagen, warum hat man sich auf dieser kleinen Insel dort die Arbeit gemacht? Heute kann der Besucher sie wunderschön restauriert sich anschauen, sind auch überdacht, um vor Witterungseinflüssen geschützt zu sein, gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO, wie ich finde, wohlverdient. Und bekannt ist auf der Insel Malta auch diese Venus-Darstellungen. Deshalb habe ich sie im Hintergrund hier oben mal stehen, einige und hier. Das sind so Figurien in Form von auslabenden Frauen. Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Das kennt man aus der ganzen Eiszeit und Steinzeit. Man nennt sie einfach Venusfiguren, werden als Fruchtbarkeitssymbole, Fruchtbarkeitsidole gedeutet. Und das quasi das Wahrzeichen der Archäologie auf Malta ist die Sleeping Lady. Das ist diese hier. Deshalb steht sie hier direkt im Hintergrund. Diese Figur, die wurde gefunden
in dem Hypogeum von Malta, eine archäologische, unterirdische Stätte, mehrere Stockwerke tief, auch wahnsinnig faszinierend, in den Fels gemeißelt. Es wurden tausende von Bestattungen dort gefunden. Aber solche Venusfiguren, wir bleiben mal bei den Namen, wurden auf der ganzen Insel Malta sehr zahlreich gefunden. Einige wiegen mehrere Tonnen, sind beschädigt, stehen noch an den Tempeln herum. Andere sind recht klein, so wie die da oben. Das ist so die Originalgröße. Die stehen in den Vitrinen im Museum, im Archäologischen Nationalmuseum in Valletta. Da finden sich Dutzende von diesen Figuren. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen an den Fotos, die ich da gemacht habe und an den Videoaufnahmen von Google Street View. Wobei, das muss ich anmerken, das Museum ist viel größer. Bei Google Street View kann man nicht alles sehen. Denn wie jedes archäologische Museum ist auch das Museum in Valletta vollgestopft mit archäologischen Artefakten, zahlreiche Schaukästen und Vitrinen, in denen sich allerlei archäologischer Kram in Anführungszeichen mal wieder befindet. Viele Touristen und Besucher, die werden da quasi nur durchgeschleust und werfen vielleicht mal einen flüchtigen Blick in all diese Schaukästen und Vitrinen, denn wir finden da ja Tonscherben, Gefäße, Steinwerkzeuge, Alltagsgegenstände. Das interessiert den Laien eigentlich nun gar nicht. Aber man muss wirklich da immer mal aufmerksam auch zwischen die einzelnen Scherben schauen. So kann man es tatsächlich auch in diesem Fall sagen. Und wenn man dann auf einmal vor einer Vitrine steht, und zwar der Schaukasten Nummer 21, dann wird es besonders spannend. Er hat eine Beschriftung, die heißt einfach nur Verschiedenes. Ihr seht es ja in diesem Bild. Und dort drin sollen sich Objekte befinden aus der sogenannten Tempelperiode, die so 3600 vor Christus begangen hat. Obwohl, noch einmal angemerkt, es gab schon fast 1000 Jahre vorher schon megalithische Tempel. Aber das sind einfach so verschiedene Objekte, die da ausgegraben und gefunden wurden. Und zwei Objekte davon, zwei Exponate, sind besonders spannend. Das ist einmal eine Scherbe, ein kleines Steinchen in Dreiecksform. Ihr seht es ja an dem Bild. Das ist beschriftet einfach mit Sonnenrad, so ein kleines flaches Ding, etwa 5 cm, nicht ganz 5 cm an der längsten Seite, würde ich mal schätzen. Und daneben befindet sich ein Knochen. Und zwar ist der beschriftet Knochen mit parallel vertikalen Einkerbungen und er hat rechts und links, wie man sieht, zwei gleichmäßige runde Löcher. Dieser Knochen hat sonst keine Beschriftung, auch dieses Objekt, was einfach nur als Sonnenwheel, also Sonnenrad beschriftet ist, gibt es auch keine weiteren Erklärungen. Und der unbedarfte bzw. der nicht zweimal hinschauende Tourist wird einfach an diesem Schaukasten 21 vorbeigehen, ohne sich genauer Gedanken über diese Objekte zu machen. Aber das machen wir in diesem Video ja zum Glück, weil uns interessiert so etwas. Laut Beschriftung in diesem Schaukasten ist der Sonnenstein, wenn wir ihn mal so nennen möchten, gefunden worden unweit des Tempels Haja Im. Und dieser Tempel ist 5600 Jahre alt und der Knochen, der daneben liegt, wurde auch recht in der gleichen Region gefunden und zwar nur 500 Meter davon entfernt und zwar beim Tempel Imanaidra, der ist 5800 Jahre alt. Die gehören archäologisch zusammen und beide Tempel, so sagt man auch in der Archäologie und natürlich jeder Touristenführer sagt das, sind so das bedeutendste archäologische Gräberfeld oder archäologische Stätte auf der ganzen Insel Malta, da die Tempel ja eben zu dicht beieinander liegen und sind auch in der Nähe von einer Steilküste. Früher lag das Meer da allerdings ein bisschen tiefer. Und was diese Objekte jetzt genau bedeuten und welche Funktion sie hatten, das verrät diese Vitrine natürlich nicht. Die Beschreibung Knochen mit parallelen Einkerbungen und Sonnenrad auf einer Scherbe sind natürlich absolut nichtssagend. Aber hier kann man sehr viel spekulieren, vor allen Dingen auch bei diesem Sonnenrad. Wieso erstmal Sonne? Man sieht natürlich erstmal auf dem Bild, das könnt ihr gut erkennen, ich habe es einigermaßen gut fotografieren können durch die Vitrine, in der Mitte einen Punkt. Und dieser Punkt ist so zentral gelegen, von da aus wird der Kreis aufgeteilt in 8 mehr oder weniger gleichmäßige Felder. In diesen Feldern sind dann auch jeweils 8 Dreiecke oder mit gutem Willen kann man sagen Pfeile, die nach außen weisen und um dieses eigentliche Sonnenrad herum finden sich Strahlen oder Zacken. Auf dieser kaputten Scherbe sieht man 17 Stück. Ich habe mal versucht, ja, wenn die Scherbe noch heile gewesen wäre, würde ich sagen, es sind so 24 Stück insgesamt gewesen. Vielleicht auch 23 oder 25, aber ich glaube 24 solcher Zacken. Ja, und da sagen dann die Archäologen einfach, das war ein Sonnenrad
Und mehr nicht, und lassen den unbedarften Besucher des Archäologischen Museums da in Valletta einfach mal dumm stehen, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich finde diese Kompassrose, wenn wir sie so nennen mögen, als Sonnenrad zu interpretieren, ist ziemlich weit hergeholt. Nur eine wirkliche Interpretation dafür, was das sein soll, habe ich natürlich auch nicht. Vielleicht habt ihr eine, ihr könnt es hier gerne unten drunter mal posten, was ihr davon haltet. Ich zeige das Bild hier ja noch einmal eben in 8 Feldern unterteilt mit ursprünglich 23, 24 Strahlen und Pfeilen in der Mitte, auch wenn es aussieht, so entfernt, wie eine Kompassrose. Es wird natürlich nie ein Kompass gewesen sein, nicht, dass ihr mich da falsch versteht, aber es könnte doch irgendwie was mit der Sonne zu tun haben. Vielleicht irgendwelche Sonnenbeobachtungen oder vielleicht auch Mondbeobachtungen. Also ein wirklich winziges Artefakt auf einer kleinen Scherbe in einer unscheinbaren Vitrine, was viel Raum für Spekulationen lässt. Genauso wie das seltsame Objekt daneben. Der flache Knochen dort, wo das Schild dort einfach sagt, es ist ein gravierter Knochen mit parallelen vertikalen Einkerbungen. Er ist, das kann man schwer schätzen, durch die Vitrine so ungefähr 8 cm lang. Sieht ganz klar aus wie ein Teil eines Zollstocks, so wie wir ihn heute kennen, natürlich nur in klein, eben aufgrund der Löcher. Und ich habe einmal nachgezählt, die obere Seite hat 44 Einkerbungen. Und meiner Meinung nach hat das wohl eindeutig für irgendwie Vermessungsarbeiten gedient. Also nicht natürlich, um irgendwelche riesigen Megalithanlagen zu vermessen, Megalithen dort auf der Insel, denn dafür ist das Ding ja viel zu klein, außer wenn es vielleicht Teil alles Größeres waren, als etwas Größeres waren, wie wir halt so einen Zollstock nehmen. Aber archäologisch gesehen gibt es da auch keine Deutung. Man könnte vielleicht vermuten, es war einmal ein Kamm. Die Archäologen kennen solche Kämme, Knochenkämme aus der ganzen Welt. Die sind sogar sehr zahlreich in Museen zu sehen. Da wurden halt Knochen genommen, es wurde da eingesägt, oftmals auch aus Holz. Und dann hat man sich seine Bärte mitgekämmt oder seine Haare. Aber wenn man, ich habe es mir versucht genau anzugucken durch die Vitrine, oben und unten, man sieht nicht, dass dort die Zacken abgebrochen sind. Es sieht tatsächlich einfach aus, was wir heute Lineal nennen. Es könnte tatsächlich dann eben dafür gedient haben, dass man Steinbearbeitungen im kleinen Format damit mal nachgemessen hat, ob man denn auch noch auf Maß ist. Aber wenn es denn zum Beispiel ein Knochenkamm gewesen ist, frage ich mich, warum haben die Archäologen das nicht einfach da dran geschrieben? Denn, wie gesagt, jeder Archäologe überall auf der Welt kennt so etwas. Hier heißt es einfach nur Knochen mit Einkerbungen. Auch das für mich ein kleines Artefakt, was doch große Fragen aufwirft, wozu das gedient haben mag. Vielleicht habt ihr dafür ja auch eine Interpretation, könnt ihr mir auch gerne hier unten drunter posten. Um die Sache komplett zu machen bzw. ganz abzurunden, befinden sich in der Vitrine noch zwei andere ganz interessante Artefakte. Und zwar sind sie beschriftet als mit dem Pi-Zeichen verzierte Objekte. Ich konnte sie leider durch die Vitrine nicht so gut fotografieren. Ihr seht sie an diesen Bildern, ist ziemlich unscharf geworden, tut mir leid. Aber das eine ist nur ein Stein mit einem Loch, wahrscheinlich ein Schmuckstein, und da drauf ist ein Symbol bzw. Einkerbung zu erkennen, die eben an das Zeichen Pi erinnern. Interessanter ist dieses Objekt, was ich hier gerade einblende, da ist die Aufnahme auch etwas besser gelungen. Das ist ein kleiner Zylinder, auch aus Stein, der eben auch dieses Pi-ähnliche Symbol trägt. Er ist durchbohrt, dieses Pi-Symbol bzw. die Symbole drumherum sind mit Gold verziert. Und es befinden sich Bohrungen da drin, auch Edelsteine haben sich dort drin befunden, ist aber nicht viel von erhalten geblieben. Und auch das ist einfach eingeordnet in die Vitrine zum Thema Verschiedenes. Gefunden wurde das eine Objekt, es ist unbekannt, wo genau auf Malta, der Stein, dieses schwarze kleine Zylinderobjekt mit den Goldverzierungen wurde im Tempel Traxin gefunden, auch ein sehr bekannter Tempel auf der Insel Malta. So zumindest die Beschriftung in der Vitrine auf dem Schildchen darunter, ist auch viele Jahrtausende alt, dieser Tempel. Aber auch da kann man jetzt viel spekulieren, was das sein soll. Haben die tatsächlich schon unser Pi-Symbol damals vor Jahrtausenden benutzt? Ich glaube, es zwar weniger, das wird wohl irgendeine Art Schmuck gewesen sein, Teil einer Kette oder so etwas. Aber auch das ist durchaus interessant in dieser kleinen Vitrine. Und damit komme ich mal zum Ende und ich hoffe,
Es hat euch gefallen, dass ich euch die Artefakte einmal vorgestellt habe. Wie gesagt, sie sind im Archäologischen Nationalmuseum von Valletta auf der Insel Malta ganz offiziell zu sehen. Nichts irgendwie etwas mit Verschwörungen. Deshalb freue ich mich über einen Daumen hoch. Könnt gerne meinen Channel abonnieren. Besucht mich auch mal bei Facebook, facebook.com/mysteryfiles. Und unten in den Fußnoten findet ihr noch Buchtipps zum Thema. Damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.